Das ist eine Arche, die aus Glas ist und wir wissen alle, Glas ist zerbrechlich. Und die Arche ruht in einer Hand und diese Arche rutscht aus dieser Hand schon raus. Also können wir sagen, wir wollen erreichen mit diesem Kunstwerk, dass die Leute ihre eigenen Gedanken sich machen. Wir wollen erreichen, dass das Thema der Bewahrung der Schöpfung, wir haben ja heute als Partner die Evangelische Kirche, wir wollen erreichen, dass das Thema Artenschutz, das Thema Klimaschutz, dass diese Themen in das Bewusstsein der Leute etwas durch dieses Kunstwerk eindringen und vielleicht man auch seine eigenen Rückschlüsse zieht. Dieses Kunstwerk kann man anfassen, man kann zu dieser Arche hinlaufen, man kann sie begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich denke, das ist ein schöner Anlass und die Arche wird auch in den nächsten 2 Jahren noch durch Deutschland reisen. Einerseits in deutsche Nationalparke in Mecklenburg, andererseits an andere Standorte, auch in die Stadt Leipzig im Herbst. Dort steht ja ein großes Jubiläum an mit der 30-jährigen friedlichen Revolution und dort sind wir zusammen mit dem Naturkundemuseum und der Evangelischen Kirche an der Thomaskirche.